Bom dia de Portugal. Heute sind wir, wie man schon sieht, am Flughafen in Lissabon gelandet und gehen zum Clásico in Portugal. Benfica gegen Porto. Quick information for all Portuguese guys who watch this. Make on the subtitles so you can understand it. If YouTube don't make subtitles, I try to make him for Portuguese language. Ich blende euch jetzt etwas ein und seht einfach selbst. Ich glaube 92,8% der Viewer haben noch nicht abonniert. Bist du auch einer davon? Lass kurz ein Abo da und genieße den Vlog weiterhin. Noch kurze Info, ich bin gerade den Vlog am Schneiden und diesen Dienstag kommt Champions League aus dem San Siro. Gruppenphase, erstes Champions League Spiel Inter gegen Benfica. Also für alle Inter- und Benfica-Fans kommt ein Champions League Vlog online. Also könnt ihr richtig gehypt sein. Dieser Vlog ist wahrscheinlich von allen Vlogs bis jetzt, vom Aufwand, von der Planung, von den Kosten, einfach allgemein, all in all, der aufwendigste und teuerste Vlog. Also lasst Liebe da, indem ihr einfach abonniert, kommentiert und liked. Und das Video am besten noch teilt an euren portugiesischen Kollegen oder was auch immer. Bei Inter, allen Italienern, weil für euch ist das free und ihr supportet mich durch das. Also lasst Liebe da und viel Spaß mit dem Vlog. Wie im Video von St. Gallen gegen Bern schon erwähnt, werde ich euch jetzt hier aus Portugal den Vlog hochladen. Ich musste extra so ein Ding bei Starbucks holen, Frappuccino. Bin niemals ein Fan davon, weil man zahlt nur für die Marke. Aber probieren wir mal. Eine solide 8 von 10, wirklich gut. Jetzt mal ohne Witz. Ich war gerade am Haten, aber der ist richtig gut. Was lernt ihr davon? Geht nie mit Vorurteilen in eine Situation rein, weil es kann sich ganz anders zeigen, als es ist oder als man denkt. Wie geil ist das für Zürcher? Kibunpark ist an der Zürcher Straße. Machen Zürcher sich über das lustig an dem Match? Nimm mir Wunder, sag jetzt mal. So, jetzt aber finally. Nach einem Tag Verspätung wegen Basel. Vlog ist online, St. Gallen gegen Bern. Checkt ihn ab. Und jetzt geht's weiter zum Clásico. Nein, ohne das zu sagen, können wir nicht weiterfahren. Man soll diese Strohhalme canceln. Papierstrohhalme, so unnötig und ein Minuspunkt. In 2 Stunden ist Anpfiff. O Clásico, Benfica gegen Porto. Das vermutlich größte Duell oder Spiel in Portugal. Die 2 größten Teams in diesem Land. Ich lasse euch Portugiesen jetzt streiten, ob Sporting größer ist als einer der beiden. Aber für mich die 2 größten Teams. Dieses Duell ist einzigartig. Und ich werde es heute, Gott sei Dank, erleben können. Dieses Spiel wird nach dem Derby Milano das größte Spiel auf diesem Kanal und das ich je in meinem Leben erlebt habe. Wobei, ich war ja beim ersten Vlog beim El Clásico. Hey, ihr könnt dreimal raten, wer wieder zurück in den Flughafen musste, weil er ein Handgepäck hat, das man nicht ans Spiel mitnehmen darf. Genau. Ich. Oh my goodness me, ich verehre mich jetzt ernsthaft auf diesem Flughafen und das Spiel ist in 2 Stunden. Also ich kann euch schon jetzt sagen, in die Stadt gehen und etwas essen und euch ein bisschen die Stadt zeigen, wird sehr unwahrscheinlich und extrem schwer. Wird er nach dem Spiel passieren, in der Nacht, aber dann sieht die Stadt ja sowieso auch krass aus. Oha, finally gefunden. Hier draußen, komplett weit weg. Dort ist der Flughafen und hier sind die Schließfächer. Hier, guck mal, wer baut diese Schließfächer hier hin? Aber richtig billig. In der Schweiz, ungelogen, man zahlt für 6 Euro 24 Stunden. In der Schweiz bekommt man für 6 Euro vielleicht 4 Stunden. Ja, schon am Flughafen. Einfach nur ein Traum. Guckt euch dieses Wetter an. 34 Grad und ich laufe mit einer langen Hose rum. Also ich sage euch, ich werde zu 1000% mal eine Wohnung in Barcelona oder Portugal haben. Also irgendwo in Europa, wo es den ganzen Winter fast warm ist oder bis zum Winter. Schön ein Uber bestellt und jetzt zum Stadion gehen. To the Stadio da Luz. Sorry? Stadio da Luz. Yes. I'm going to see the game. Yes, yes. What are you? Are you Porto or Benfica? Belenense. Oh, I don't know the team. No, it's a small team. Einer, der dieses Team vorher verstanden hat vom Fahrer, muss es übersetzen.
Ich habe keine Ahnung, was das Lieblingsteam ist. Gebt euch einfach diese View. So eine lange Straße und der Nachthimmel. Einfach nur zum Genießen, Portugal. Gebt euch mal diese Kolonne nach oben. Spiel wird in einer Stunde etwa angepfiffen und ich hoffe, ich komme pünktlich. Weil ein Trikot muss auch noch gekauft werden und es wird richtig knapp. Aber ich hoffe, es klappt alles. Ich meine, mit den Flügen hat es auch noch last minute heute Morgen um 9 oder 10 Uhr noch geklappt. Und gestern Abend in der Nacht 2 Uhr, war ich richtig gebrochen. Die Preise waren etwa bei 600 Euro bzw. Franken. Was für mich als Lehrling sehr viel wäre. Who do you think will win the game? Benfica or Porto? Benfica. Yes, me too. Mm. I think 3-1 or 2-0. I would say 1-0 or 2-1. Because Pep is injured. He's not playing? No. Ah, okay. Denn the defense of Porto is not so good. Yeah. Fast angekommen, noch 5 Minuten oder 10 Minuten und man sieht es schon von außen. I have a last question. Yes. Messi or Ronaldo? Ronaldo. In Portugal, yeah. Ronaldo. Okay. 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 Enjoy. This? Yes. Thank you. Thank you. Bye bye. Ihr habt's gehört. Ronaldo besser als Messi, für mich nicht. Sein Sohn ist Benfica-Fan. Ich habe es im Auto gesagt, Barca. Und noch ein bisschen was zu mir. Ebenfalls, was ich nicht einmal erwähnt habe in den letzten 4 Monaten. Ich habe seit 4 Monaten angefangen mit Vlogs. Habe richtig Spaß. Gehe jetzt zu einem noch geileren Spiel. Habe mit El Clasico gestartet. Inter gegen AC Milan, Derby della Madonnina war mein zweitgrößtes Spiel. Und heute geht es zum El Clasico in Portugal. Benfica gegen Porto. Und ihr könnt mal schätzen, wie alt ich bin. Ich habe es noch nie gesagt. Ich werde es in 5 Sekunden sagen. Schreibt mal unten rein, was ihr denkt. 5, 4, 3, 2, 1. 2006er Jahrgang. Mehr sage ich nicht. Einfach nur der Jahrgang. 2006. Geburtsdatum ist 1-Million-Abo-Special da. Was für geile Bilder. Alle gehen zum Stadion. Alle für Benfica. In der Schweiz hat man so Sinn nie, dass so Fans so marschieren. Und zu einem Stadion laufen. Wir sind durch die erste Kontrolle dort hinten durchgekommen. Und ihr seht schon, wie alle Leute die Treppe hochlaufen. Ich bin so gehypt, aber ich will unbedingt noch ein Trikot holen. Mal schauen, ob es noch reicht. Ja, schade. Lieber schaue ich alles beim Spiel. Dann ist halt das Trikot nicht da. Aber nach dem Spiel hole ich mir wahrscheinlich eins. Weil ich wollte unbedingt ein Trikot von Di Maria holen. Ich bin heute nicht neutral, eher auf der Seite von Benfica, wegen Nicolas Otamendi und Angel Di Maria. Und mein Tipp habt ihr auch schon im Uber gehört. Ich tippe 3-1 oder 2-0 für Benfica, weil Pep ist verletzt. Und ich kann euch noch die Liste der Verletzten einblenden. Also Porto hat extrem viele Verletzte und Benfica ist komplett fit, komplett. Wir sind drin im Stadion, zwar ohne Trikot, aber noch kurz tabellentechnisch, extrem wichtiges Spiel. Der Clásico, Benfica ist 3. Platz, Porto 2. und hat 1 Punkt mehr. Aber wie schon gesagt, sie sind angeschlagen und ich glaube, wie schon gesagt, Benfica wird es machen. Di Maria, ähnlich wie Ramos, ist zurück zu seinem Heimatverein. Anstatt Saudi-Arabien, was einfach nur geil ist. Er hat all das Geld abgelehnt von Saudi-Arabien und ist zu Benfica und Ramos zu Sevilla. Wir sind drin im Stadion und genießt es einfach, wie es aussieht. Es ist wunderbar. Eieiei. Schade, dass ich es nicht drauf habe. Der Adler von Benfica hat eine Runde gemacht. Das Markenzeichen, wenn er eine Runde fliegt, ich glaube, dann gewinnen sie, aber klärt nicht auf. Direkt bei uns, die Porto Auswärtsfans werden komplett ausgepfiffen. Ich blende euch mal die Aufstellungen ein. Benfica spielt mit der Bestmöglichen, hat auch Kötschü vom Feyenoord bekommen. Und Porto hat ihm hier 6 Verletzte und kann nicht mit der Top 11 spielen. Aber einfach nur extrem geil, nostalgisch, dass Angel Di Maria zurück nach Benfica gekommen ist. So soll sich jeder Spieler entscheiden gegen das Geld, weil das ist Fußball, das ist Leidenschaft, dafür leben wir. By the way, wie krass sind bitte meine Plätze? Hier ist das Spielfeld und hier ist mein Platz.
vielen Dank nochmal an den, der mir das Ticket geholt hat. Er weiß es ganz genau. Ohne dich wäre es nicht möglich gewesen. Danke vielmals. Opa, 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 Opa. Warum rennen die so? Oh! Ein Flitzer! Oder was? Aha, nein. Zeremonie. Geile Zeremonie. Verarschen das ganze Stadion. Ich habe auch gedacht, es wäre ein Flitzer. Oh, ganzes Stadion dunkel. Oh, was für Szenen. Alle mit den Taschenlampen draußen. Ähnlich wie in Inter. Oh, und dort hinten wird das erste Mal gezündet. Hätte ich nicht erwartet von den Portugiesen. Oh, oh, oh. Sie werfen die Pyros auf das Feld. Oh, oh, oh. Oh, Hymne von Benfica. Jetzt einfach nur zuhören. Gänsehaut, obwohl ich nicht mal der Fan von diesem Verein bin. Unglaublich. Das ganze Stadion mit den Schellen draußen. Einfach genießen, mehr kann ich nicht sagen. Mannschaften sind auf dem Platz. Spiel wird in wenigen Minuten angepfiffen. Unglaublich, Benfica wird dieses Spiel gewinnen. 3-0 oder 2-0. Angel Di Maria, Rafa Silva oder keine Ahnung wer. Sie werden Porto kaputt schießen, bin ich mir sicher, bei so einer Heimstimmung. Also wie soll bei dieser Stimmung ein angeschlagenes Porto, auch wenn es besser in die Saison gestartet ist, die letzte Partie haben beide in der Champions League gewonnen, in der Liga. Ah nein, Champions League hat Benfica verloren, Liga haben beide gewonnen und Pep hat sich in der Liga verletzt. Spiel ist angepfiffen. Porto von rechts nach links. Capella. Einfach nur hinhören. Angel! Oh! Erste Minute! Angel Di Maria nutzt den Fehler aus. Neres ist Diogo Costa unter Druck. Fast 1-0. Nein, 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 nein. Das ist kein Foul. Ganzes Stadion pfeift das. So kein Foul. Oh, super Lauf über die Seite. Immer noch am Ball. Und komplett verzogen. Diese Seite schreit. Und hier schreien alle. Kommen wir die Seite. Oh! Ja, Eckball! Erster Eckball für Benfica! Wenn ich irgendwann mal wieder in ein Stadion komme, ich muss immer Plätze auf der Seite nehmen oder so wie in Milano ganz oben.
weil von hier ist für euch extrem schwierig zu erkennen. Nicht mal ich sehe den, der den Eckball macht. Komm. Oh. Immer noch. Komm, komm, komm. Super, Neres. Hey, noch mal. Corner, Corner. Nein, nein, nein. Hört selber hin, wie er ausgepfiffen wird. Das war so ein Eckball. Das muss man einfach genießen. Schaut es euch an. Irgendwo wird gezündet. Wie bei einem Topspiel in der Kurve. Einfach so dort. Oh, sie kommen schon wieder über die Seite. Schon wieder. Oh, ja, ja, richtig. Oh, geblockt. Di Maria geblockt. Konter, Rafa, Konter. Komm. Nein, Di Maria, schade. Oh, super Ball in die Tiefe. Otamendi. Weltklasse, einfach nur Weltklasse. Oh, ganz gefährlich in die Tiefe, ganz gefährlich in die Tiefe. Auf den Torwart, in die Mitte. Erster Torschuss für Porto. Ganz viel Glück gehabt, dass er nur in die Mitte geschossen hat. Oh, super Ball. Warum checkt dieser Schiedsrichter diese rote Karte noch? Es ist doch eindeutig, dass das rot ist, also bitte! Zehnte Minute und Porto spielt ab jetzt in Unterzahl und ist sowieso schon nicht mit der besten Elf ins Spiel reingegangen. Ganzes Porto-Team beschwert sich, anscheinend wegen der roten Karte. Aber sorry, das ist glasklar, da gibt es nichts zu diskutieren. Fuera, fuera! Ganzes Stadion ist am Springen. Schaut es euch an, wie bei Inter endet. Danke. Nein, nein, nein. Direkt auf Diogo Costa. Du kannst doch nicht einen Freistoß nach einer roten Karte so schlecht ausführen. Bleib dran. Komm, Di Maria, komm, Di Maria. Komm, Angelito. Komm, Angel, vamos. Porto ist schon jetzt am Zeitspielen. Sie werden schon wieder ausgepfiffen, aber zu Recht. In der 20. Minute bei einem Einwurf. Hört es euch an, sie warten auf den Abstoß. Schaut es euch einfach an. Bravo. Noch. Schieß doch selber. Oh. Super, super. Super vom Torwart. Perfekt auf den Ball. Foul, foul. Im Leben ist das ein Elfmeter. Perfekt rausgekommen vom Torwart, genau auf den Ball. Und der Remi lässt sich natürlich fallen, aber niemals Elfer. Hört mal hin, ober uns die Porto-Auswärtsfans. Erstaunlich, wie laut sie sind. Super. Oh, gut in die Tiefe. Und drüber, ganz knapp, Eckball. Schuss. Nein, was ein direkter Versuch. Über die Außen, pass auf. Weg. Konter, Konter, Rafa, vamos. Oh, rot, 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 afuera. Zweite rote, was? Nein! Nein, 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 nein! Das ist die zweite rote Karte. Das muss die zweite rote sein. Zu 1000%. Nein, 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 der VAR muss das checken. Das muss man checken. Ich habe zwar nicht auf die Mitte geachtet. Ja, ja! Es wird gecheckt! Es wird gecheckt! Sowas von zurecht. Das muss rot sein. Zeit. Hä? Hä?
Nur gelbe Karte. Nein, nein, nein. Also ich muss das nochmal anschauen. Für mich ist das eine rote. Wieder eine super Position. Sie müssen den Freistoß besser bringen. Komm. Oh, sicher bei Jürgen Forster. Schon wieder in die Mitte. Oi, 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 oi. Super Parade. Vamos. André. Nein. Kommuniziert doch. Hey. Super Ball von Di Maria. Eventuell ein bisschen zu weit. Noch 6 Minuten Nachspielzeit. 6 ganze Minuten Nachspielzeit, bis es in die Halbzeit geht. Oh. Schuh. Schieß doch. Warum noch ein Pass? Oh. Oh, super. So, ey, ey. Immer noch. Rafa. Nein. Abschuss für Porto. So nahe am 1:0. Schiedsrichter pfeift ab. Spiel geht 0:0 in die Halbzeit. Halbzeit 0:0. Und was soll ich sagen? Es erinnert mich komplett Barca letzte Saison an uns. In Unterzahl, der Gegner in Unterzahl und keine Ideen haben. Genau so war es letztes Jahr bei Barca, aber wir wurden trotzdem Meister. Man braucht Ideen und sie haben keine. Ich denke, es ist ein großes Problem, dass sie keinen richtigen Stürmer haben. Es fehlt Gonzalo Ramos. Man merkt, dass er fehlt. Di Maria schon gut, aber hat seine Weltklasse noch nicht so zeigen können. Jetzt wird es ihn und Rafa brauchen. Es wird alle offensiv brauchen und sie brauchen Ideen. Ich kann es nicht genug oft sagen. Man muss gegen einen Gegner in Unterzahl genauso pressen, wie sie es machen. Aber sie brauchen noch die richtige, den letzten Pass. Den letzten Pass vor dem Tor und den Abschluss. Sie brauchen den Abschluss. Es kann nicht sein, dass man die ganze Zeit nur flankt, nicht schießt und dann an einen Gegner in Unterzahl verzweifelt. Mannschaften sind wieder auf dem Platz. Und die zweite Halbzeit wird in wenigen Sekunden angepfiffen. Zweite Halbzeit ist angepfiffen. Benfica von rechts nach links, 0:0. Ja, super Seitenwechsel von Otamendi. Gut in die Tiefe. Ha. Schon wieder nicht. Ich sage, es braucht einen Stürmer. Wieder über außen. Wieder zurückgespielt. Ey, bitte. Ja, Neres. Eckball von Benfica. Und hört euch an, wie sie bejubelt werden. Oh, super Ball. Noch nicht weg. Tobias. Warum wieder raus? Genau solche Sachen müssen sie sich trauen. Jetzt kommen sie, man merkt es richtig. Es wird in den nächsten 15 Minuten das 1:0 fallen. Super, super, super. Vamos, Angelito. Komm. Oh, oh! Nein! Otamendi am Außennetz. Ich sag ja, sie werden das Tor schießen. Fast das 1:0 und jetzt Otamendi auch mit einer Riesenchance. Das habe ich in der Halbzeit vergessen anzusprechen. Die Fans sind absolut krass. Das ist die zweitbeste Stimmung in meinem Leben. Also nach Inter gegen AC Milan ist es wirklich ein Kopf-an-Kopf-Duell zwischen den kroatischen Fans im Nations League Final und denen hier. Könnt ihr auch abchecken in Rotterdam, der Re-Upload. Was für Szenen! Die Porto-Fans schreien, dass sie Meister sind und Benfica übertönt sie komplett. Ganzes Stadion schreit. Einfach unglaublich, diese Auswärtsfans.
wie Muchachos von den Argentiniern. Hey, und wegen diesem kleinen Schubser ist er wieder am Liegen. Hey, Porto ist wirklich schlimm. Ja, genau, Cabral braucht es. Alle Basler wissen Bescheid. Dieser Mann ist einer der besten Stürmer in der Super League gewesen in der Schweiz. Super Ball. Keine Kurve, sondern das ganze Stadion lebt, feiert und schreit miteinander. Ai, ai, ai. Angelito. Maria. Angepfiffen, Benfica 1-0. Ganzes Stadion ist wieder am Springen. Unglaubliche Bilder. Sieht nach oben, nach links, nach unten. Überall am Springen, wie bei Inter. Einfach unglaublich, dieses Stadion. Vamos, Di Maria. Di Maria. Und Corner. Was habe ich gesagt? In den nächsten 15 Minuten passiert das 1-0. Fast exakt 15 Minuten. 70. Und ich habe es, glaube ich, in der 56. gesagt. Kurz ausgeführt. Oh. Oh. Ganz knapp übers Tor, fast das 2-0 von Otamendi. Nur zuhören, unglaublich. Ah. Oh. Eieiei, und weg. Oh. Oh, kein Foul. Was ein Kampf. Nein, nein, nein. Es ist unglaublich, was dieser Schiedsrichter heute für Porto schon gepfiffen hat. Er ist so auf ihrer Seite. Guckt es euch an. Di Maria wird ausgewechselt. Und das ganze Stadion steht. Einfach nur berühren solche Szenen. Und João Mario kommt rein. João Mario! 62.247 Zuschauer. Ich habe die drittmeiste Zahl in meinem Leben. Eieiei, dummer Fehler. Der kann teuer werden. Der kann teuer werden. Ein Abschuss wird gefeiert wie ein Tor. Okay, okay, okay. Benfica lässt den Ball jetzt laufen. Das war ihr Problem in der ersten Halbzeit, aber jetzt ist es ihr Vorteil. Sie brauchen kein Tor mehr. Jetzt können sie das Spiel verwalten. Genau das, was sie jetzt am Machen sind. War schlecht in der ersten Halbzeit, keine Chancen kreieren.
nur rumspielen. Aber jetzt ist es genau das Richtige. Man lässt den Gegner laufen. 90. Minute ist bald angebrochen und bringt das 1:0 einfach über die Zeit. Mit den Heimfans im Rücken. Noch 6 Minuten Nachspielzeit. Ganze 6. Wieder. Schon wieder wie in der ersten Halbzeit. Und dann ist das Spiel abgepfiffen. Dieser Schiedsrichter ist ein Skandal. Er pfeift schon wieder Freistoß für Porto, obwohl er sich einfach nur fallen lässt. Oh oh. Oh, sicher in den Händen des Torwarts. Eieiei, meine Nerven. Ich hab wirklich gedacht, er ist drin. Jemand vor mir ist aufgestanden und ich hab's nicht mehr gesehen. Aber lächerlich, wie dieser Schiedsrichter nur für Porto pfeift. Oh. Das muss rot geben. Jetzt eskaliert es. Er ist einfach auf Otamendi. Jetzt hat er ein Problem. Otamendi willst du nicht als Gegner haben. Ja, richtig von Tökçü. Der muss ihn aufhalten. Otamendi ist wie Pep und Ramos. Wenn dieser Mann ausrastet, kann er ihn nicht mehr halten. Aber genau solche Verteidiger sind geil und braucht es wieder in der neuen Generation. Die fehlen. Hört einfach hin. Und jetzt sind sie ruhig. Das Spiel ist abgepfiffen. Benfica gewinnt mit 1:0. Einfach nur genießen. Diese Emotion. Gänsehaut. Guckt es euch an. Benfica-Mannschaft wird komplett gefeiert und geht rein in die Katakomben. Porto kommt zu den Auswärtsfans und wird komplett ausgepfiffen, sodass ich mein eigenes Wort nicht mehr verstehe. Man hört nichts von oben, obwohl sie am Jubeln sind. Guckt es euch an, alle stehen auf, alle beleidigen. Eieiei, es sind doch einfach nur geile Szenen. Euch an. Sie überstimmen alles. Man hört nichts mehr. Hört es euch einfach an. Ich höre nichts mehr. Und sie werden auch beim Reingehen in die Katakomben komplett ausgepfiffen. Etwas muss man denen lassen. Egal, ob sie verlieren. Alle ohne Shirt. Schon das ganze Spiel. Und sie haben richtig krasse Stimmung gemacht. Das waren richtig krasse Auswärtsfans. Das muss man ihnen lassen. Alle jubeln nach oben. Es hat gepfiffen, Benfica gewinnt in El Clásico mit 1:0 durch ein Tor von Angelito, Angel Di Maria, Campeón del Mundo, Argentino, 1:0. Er hat seine Weltklasse gezeigt, wie ich es gefordert habe, und die ganze Stadt ist in guter Stimmung. Wir machen jetzt schon die Spielanalyse für die, die nachher noch weiterschauen wollen. Ein komisches Einkaufszentrum, also für mich zumindest. Aber jetzt zum Spiel selbst, hier von der Wand, einfach nur, genießt es nochmal. Jetzt ohne Leute, einfach nur schön solche Wandmalereien. Wie bei Kroatien gegen Spanien, Nations League Final. Die Wandmalerei von Cruyff, könnt ihr auch abchecken. Verlinke ich euch jetzt irgendwo oben, werdet ihr sehen. Aber zum Spiel selbst. Erste Halbzeit war, wie schon in der Halbzeit gesagt, wie bei Barcelona. Unterzahl Porto. Und Benfica hat es nicht geschafft, ein Tor zu machen. Es ist 1:1 wie bei Barca.
Wir haben genau so gespielt letzte Saison und sind trotzdem Meister geworden. Chancen nach Chancen, aber keine richtige Chance, sondern einfach den Ball reingeflankt ohne Sinn. Und dann irgendwann in der zweiten Halbzeit kamen die Fans noch mehr, zu denen aber später noch mehr, also gleich. Und dann habe ich ja gesagt, 15 Minuten und es fällt das 1:0. Und dann ist es auch passiert, das 1:0 direkt nach diesen 15 Minuten sogar genau, glaube ich. Und einfach nur Chapeau. Wirklich Hut ab. Diese Fans, crazy. Dazu aber nachher im Fanranking mehr. Auswärtsfans von Porto ebenfalls richtig gut. Auch wenn sie übertönt wurden, muss man sie nicht schlecht machen. Das waren die besten Auswärtsfans, die ich in meinem Leben erlebt habe. Das hat man vorher gar nicht gesehen. Vorher war es voller Fans. Und jetzt kann man es sehen. Richtig geil. Solche Wandmalereien wie in Mailand. Die Kurvenmalereien von der Curva Nord und der Curva Sud. Einfach von Benfica. Nach diesem 1:0 hat das Stadion wortwörtlich gebrannt. Also es gab Aktionen, die hätten rot geben müssen für Porto. Sicher eine, zwei Aktionen, die noch rot waren, meiner Meinung, oder eine Aktion. Aber zum Schiedsrichter, das ist sowieso total Katastrophe. Also dieser Schiedsrichter, unglaublich, was der gepfiffen hat. Respektlos. Der war komplett auf der Seite von Porto. Fanranking. Fanranking von allen vier letzten Vlogs. Basel kommt wahrscheinlich als letztes online. Und ich muss sagen, Benfica, Porto, absolut on top. Benfica, Porto ist fast schon Kopf an Kopf mit Inter gegen AC Milan. Aber es ist schwer. Das Ranking, ich habe sie zwar auf 2, aber es kann sich noch ändern. Also wirklich diese Stimmung. Ich habe nicht erwartet, dass es so laut wird. Ich habe gewusst, dass es ein richtig geiles Stadion war. Aber Conan hatte wirklich recht. Conan, dein Tipp war perfekt. Hier hinzukommen hat sich absolut gelohnt. Und ich werde mehr als nur dieses Mal hier ein Spiel schauen gehen. St. Gallen gegen Young Boys Bern, ebenfalls richtig gute Stimmung. Und Basel gegen Luzern auch. Also dort das Derby in Zürich auf Platz 1. Und die anderen zwei sind auch ganz knapp ober oder unten dran. Falls euch nur das Fußballerische und Spielerische und die Analyse zum Spiel interessiert, dann ist für euch jetzt der Vlog vom El Clásico fertig. Wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst ein Like, Comment und ein Abo da und teilt es mit allen Portugiesen. Und wenn ihr Bock habt, ein bisschen noch von der Stadt zu sehen, ein Einkaufszentrum, was ich noch nie gesehen habe, dann bleibt jetzt dran, weil es geht weiter. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Okay, kommt. Wenn ihr schon jetzt geht, diesen Anblick müsst ihr noch einmal genießen. Am Abend, Mitternacht, Estádio da Luz. Wunderbares Stadion, eines der besten Erlebnisse in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob nur ich das faszinierend finde, aber hier sieht es doch richtig geil aus. Komplett durch Zufall an diesen Ort gekommen nach dem Spiel. Ah, es ist wirklich wunderbar. Irgendwann mal im Ausland eine Wohnung haben. Einfach das Wetter, die Leute, die Qualität in der Schweiz ist am besten. Aber auch für den Content, Spiele aufnehmen schon vom Ausland, das wäre der Traum. Bin ich jetzt reingeraten? Ein Einkaufszentrum und es hat alles noch um 11 Uhr offen. Bei uns in der Schweiz ist das späteste an speziellen Tagen 10 und normal 8. Aber es sieht auch hier richtig gut aus. Hey, aber das kann jetzt mal aufhören. Guckt es euch an. Was ist das? Eine Kapelle, eine Kirche. Also wirklich, ein spektakuläres Einkaufszentrum. Hey, komm, guckt euch das an. Hier oben geht es weiter. Nike, Pizza Hut, KFC, McDonald's, alles. Taco Bell, Burger King. Hä? Was? Hat es hier nicht? Willst du mich verarschen? Es hat alles asiatisch. Was ist das hier? Hey, ich sag's euch, es wird so KFC, es wird sowas von KFC. Ich habe seit 7 Stunden nichts mehr gegessen oder getrunken, außer Wasser natürlich am Flughafen. Aber jetzt muss nachgefüllt werden und übertrieben werden. Hey, ich sag euch ehrlich, KFC, Eistee von hier ist schon wirklich ganz komisch im Vergleich zur Schweiz. Dieses Getränk schmeckt nach komplett Zucker. Also wirklich Katastrophe hier. Die Pommes sind sogar schlecht. Also
Fast Food im Ausland, ein komplettes No-Go. Nur schon dieses Zentrum hier, Lebensmittelladen, ist größer als jeder einzelne in der Schweiz. Es geht bis nach hinten. Warum bin ich so fasziniert von einem Lebensmittelladen und Einkaufszentrum? Ich habe es noch nie in dieser Größe gesehen. Es ist wie so in Amerika. Für mich halt ganz neu und für euch wahrscheinlich so ganz normal. Und ihr denkt euch so, was findet der das so speziell? Ey, manchmal bin ich so verhängt. Mein Abo ist abgelaufen fürs Ausland um Mitternacht, also vor einer Stunde zwei. Und jetzt kann ich kein Uber bestellen und nicht in die Stadt gehen. Ich bin seit einer Stunde hier bei diesem Einkaufszentrum vorne dran, am Warten. Und es aktiviert immer noch nicht, das Neue. Aber ich sag euch, wenn es aktiviert, dann geht es noch kurz in die Stadt oder an den Strand. Doch noch geschafft. Einfach am Meer. 2 Uhr morgens. Hoho. Und dort hinten eine richtig krasse Statue. Geile Kern. Man sieht, ja, top. Einfach Sandstrand. Hey, es ist der Traum. So zum Genießen. Ey, mit diesem Anblick aufs Meer und so einem Platz würde ich doch sagen, ist es ein perfekter Abschluss, um zu sagen, man sieht sich wieder in Portugal, wenn es wieder heißt, wenn euch der Vlog gefallen hat, dann lasst ein Like, Comment und Abo da. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich habe keine Ahnung wann, wahrscheinlich Inter gegen Benfica Champions League am Dienstag. Bis dahin. Tschüss. McFlurry is always okay. Jetzt ist aber wirklich Schluss. In dem Sinne, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. I move so far in time. I move so far in time. I've been whipped up in time. I've been whipped up.